Hasenschmied Karax. Ich habe nach euch gesucht. Artanis, die Götter seien gepriesen. Eure Nervenstränge, sie müssen durchtrennt werden. Die dunklen Templer haben dies bereits getan. Ich bin frei von der Verderbnis der Kala. Gibt es noch mehr Überlebende? Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. Kommt, wir müssen fort von hier, bevor es zu spät ist. Fort? Wie? Die Speer des Ardun ruht weiterhin unter den Ruinen des Khor Shakhal. Ihre Generatoren mögen alt sein, doch ein fähiger Phasenschmied wie ihr könnte sie aktivieren. Die Speer des Ardun? Es ist mir eine Ehre. Dies ist wahrlich ein Wink des Schicksals. In der Tat. Kommt, wir müssen sofort aufbrechen. Irach, wir sind auf dem Weg zur Speer des Ardun. Falls ihre Generatoren noch funktionsfähig sind, sollte ich sie aktivieren können. Sobald die Speer wieder voll funktionsfähig ist, müssen wir diese gefallene Welt verlassen. Das werden wir, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void. Und zwar die Speer des Ardun. Und ich freue mich schon, das müsste ja ein richtig tolles Protoschiff sein, das wir finden können. Und was müssen wir machen? Einmal die Mission abschießen. Ja, von 10 Sekunden 5 Einheiten heranwarpen, das kann man machen. Aktivieren Sie später auf dem Schwierigkeitsgrad mal alle Energiezellen unter 15 Minuten. Das könnten wir vielleicht schaffen. Neue Sachen, Photonkanone und Schildbatterie. Ich würde sagen, wir legen mal los. Die Speer des Ardun schlummert tief unterhalb des Herzens der Konklave. Ich hatte vor, sie zu aktivieren, um unseren Sieg über die Zerg zu garantieren. Doch jetzt ist sie unsere letzte Hoffnung, um zu überleben. Artanis, warum entziehst du dich deiner Erlösung? Celendis, sie steht unter Amons Einfluss. Karax, wir müssen die Speer des Ardun in Betrieb nehmen. Die erste Energiezelle fährt hoch. Doch die Verbleibenden wurden von Kriechern angelegt. Ich verstehe. Wir müssen sie säubern. Steht unsere Verteidigung? Sie sind leider noch ohne Energie, aber die Versorgungssysteme der Speer des Ardun sollten dabei nützlich sein. Sie ermöglichen uns, überall auf dem Schlachtfeld Pylonen anzufordern. Wir sollten hier so früh wie möglich damit beginnen. Oh, da habe ich eigentlich nichts dagegen, wenn die Verteidigung steht. Und ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich, haben wir gemacht, zack, bereits jetzt, warum ist ins Baumenü? Mit diesen Photonenkanonen können wir den Nexuspunkt verteidigen, Hierarch. Sie benötigen einen Pylonen als Energiequelle. Ihr könnt über die Speer des Ardun einen Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobildschirm auf Pylon anfordern. Das ist ja meine coole Sache. Unsere Kanonen werden nun Gegner in Reichweite unter Beschuss nehmen. Wenn sie beschädigt werden, lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Diese Verteidigungsanlagen werden bei der Evakuierung hilfreich sein. Doch die höchste Priorität hat die Säuberung der Energiezellen. Nur keine Panik, das werden wir alles nur schaffen. Und zuerst einmal Energie. Energie hier rüber. Dankeschön. Und wieder hier rein. Weil ich sagen wollte, ich habe extra die Untertitel eingeschaltet, für diejenigen, die es vielleicht nicht so ganz hören. Denn ich habe auch einige Worte nicht ganz gehört immer. Ich habe mal gedacht, komm, wenn ich es nicht höre, vielleicht hört es jemand anders auch nicht. So, beide sind hier auf 2 gestellt. Eins unser Kampftrupp. Hass läuft. Hier brauchen wir immer neue Leute her. Und das heißt erstmal aufbauen. Ich weiß, unter 15 Minuten, aber das können wir schaffen, wenn wir es durchrushen. Da sehe ich schon ein Killer-Hybrid. Na, wunderbar. Das verspricht ja mehr als lustig zu werden. 5 Energie, 1, 2, 3, 4, 5. Puh. Ich bin gespannt. Kann man vielleicht nochmal hier einen reinhoppen? Dankeschön. Ja, das hoffe ich doch mal. Plus noch ein paar mehr Leute. Wenn ich noch ein paar mehr habe, können wir können nun unsere Warp-Knoten zu Warp-Toren erweitern. Somit können wir Einheiten überall im Energiefeld eines Pylonen heranwarpen. Das ist doch gar wunderbar.
Ah, und je mehr Energie wir haben, umso schneller kann er heranwarpen. Das ist durchaus gut. Kommst du her? Wunderbar, wunderbar. Aber hier müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir haben hier noch zu wenig Leute. Dankeschön. Aber eins machen wir auf jeden Fall, angreifen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und eine Photonkanone. Ja, ich hoffe doch mal inständig. Zeigt es ihnen, Leute, zeigt es ihnen. So nicht, das muss es sein. Weil je schneller wir hier Energie bekommen, so schnell können wir auch Pylonen in die Welt setzen. So zumindest meine Gedanke. So, du kommst her. Baust mir unten auch noch meine Kanone hin. Die zweite Energiezelle ist aktiv. Das Sensorfeld der Speer des Adun reagiert. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Doch. Dein Volk hat endlich wahre Einigkeit gefunden. Dies ist eine Lüge und das weißt du. Sensoren aktiviert. Halt, was ist das? Warp-Prismen nähern sich unserem Nexus-Punkt. Hütter, schalte diese Warp-Prismen aus. Okay, okay. Einmal ausschalten, bitte einmal ausschalten. Das wäre nicht gut, wenn die hier Fuß fassen könnten auf Dauer. Aber was ich gerade sehe, wir brauchen noch was, um Hetzer noch weiter bauen zu können. Und zwar, haben wir eine Schmiede, haben wir. Warum kann ich nichts bauen? Kryo. Ah, warte mal, das ist was anderes. Kryo, Kryogene. Da haben wir es doch. Dich brauchen wir. Dankeschön. Dann brauchen wir dich hier. Und wir brauchen nochmal 1, 2, 3. Wunderbar. Oh, den hier müssen wir auch noch wegschalten. Je mehr von denen hier sind, umso schlimmer wird das Ganze. So, und hier. Dankeschön. Haben wir denn noch mehr davon? Schildenergie ist auch Automatik, Automatik, Automatik. Hier auch. Wunderbar. Jetzt können wir nochmal verdunkeln. 100, 100 passt. Zerkling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. Nur keine Panik. Die können ruhig kommen. Ich habe genügend Photonkanonen für alle. Beziehungsweise 150. Wir machen hier einfach dicht. Das habe ich nämlich auch nichts dagegen, wenn hier überall dicht ist. Und Bingo Nummer Uno. Angreifen. Die haben relativ wenig bis gar keine Chancen. Alles auf 3 gestellt. Und können wir 2 sogar bauen? Nein. Nicht? Lebt vielleicht noch? Komm, einen müssen wir noch bauen. Dankeschön. 5 Minuten, heißt ein Drittel der Zeit haben wir schon hinter uns gebracht. Uiuiui. Mein Leben für Ayur. Ich registriere inaktive Warp-Tore in der Nähe. Sie könnten uns einen Vorteil verschaffen. Errichtet einen Pylon daneben, um sie mit Energie zu versorgen. Okay, gut, wird gemacht. Am besten wäre es, die Pylonen direkt von der Speer des Adun anzufordern. Natürlich können wir sie auch über unsere Sonden heranwarpen. Jetzt wirst du aber richtig, richtig genial. Okay, wir haben ein paar Stück davon. Warum eigentlich nicht? 75, komm, wir haben es ja gleich, wir haben es ja gleich. Gleich können wir ein bisschen was heranwarpen. Dauert nur noch einen kleinen Augenblick. Dankeschön, das wollte ich doch haben. Plus... ihr... drei hier. 1, 2, 3. Dann wirst du noch beendet, du noch beendet, du noch verbessert. Dankeschön. Speer sei nun. Aktivieren, dankeschön. Und wir können hier jede Menge... Das Warp-Tor ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. Ich sage nichts gegen, sage ich überhaupt nichts gegen. Du bist auf 3 auf 3 gestellt. Und wir warpen uns jetzt mal ein Peizer. Und zwar machen wir das... Dankeschön, das habe ich doch gebraucht. Jede Menge herangeworbte. Frage ist, können wir jetzt was ausrichten? Yep. Gegen seine Streitkräfte auf jeden Fall. Harguniere! Widersetzt euch nicht länger. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. Unmöglich. Feinde unsere Wut spüren. So, passt. Läuft.
Alle mitnehmen, alle mitnehmen. Wir machen hier Massenwarp. Haben wir noch? Ah, Hallöchen aber auch. Haben wir noch mal eins entdeckt. 75. Ich dauere noch ein bisschen. Da sagen wir lieber mal, halt, du kommst mit. Du baust hier lieber was hin. Dann haben wir das. Dann sind wir wieder glücklich mit allem. Plus, ihr baut mir noch eine zweite Schmiede mal hier hin. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Parallelforschung betreiben. Insofern natürlich fertig. So, können wir den Posten hier über den Haufen rennen? Das wäre gar wunderprächtige Natur. Wenn nicht, wir haben ja ein paar Rohstoffe noch übrig. Dankeschön. Komm, alle Hetze mitnehmen, alle Hetze mitnehmen. Dankeschön. Und angreifen. Wir haben genug für Boten und für das Leben ist minderwertig. Fehlerhaft. Ich rekonstruiere die Schöpfung. Karax, ich habe ein weiteres Warp-Tor aktiviert. Macht es sofort bereit. Es ist aktiv, ich brauche nur noch genügend Kohle dafür, um es überhaupt betreiben zu können. Ich glaube, da hinten wird wahrscheinlich das nächste wieder sein. Ah, kommst du her, wunderbar. Mehr Energie. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt die Saat meines Sieges in sich. Unmöglich, unmöglich. Genauso wie ich, was du ja. Oh, gut. Okay, 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 okay. Lydoswürmer, Schnellkrieger, vernichtet sie. Noch sind wir nicht besiegt. Das stimmt, das stimmt. Das sind wir nicht besiegt! Ich registriere die Präsenz von Protoss in dieser Richtung. Dieser Pfad führt nicht zu einer Energiezelle. Das macht mir aber relativ gar nichts aus. Oh, Hallöchen aber auch. Das wiederum macht mir was aus. Dankeschön. Genauso wie das hier. Das gefällt mir einfach nicht. So schaut's aus. Die Basis wäre eigentlich gut, um noch ein paar mehr Ressourcen zu bekommen. Aber na gut. Dann soll es halt so nicht sein. Abgehen 60 Sekunden. Da können wir nochmal ein bisschen mehr dran schaffen. Dankeschön. Alles ist soweit aufgeladen. Du kommst jetzt mal her. Ich verlange von dir, dass du hier nochmal ein paar Pylonen aufstellst. Damit wir noch ein bisschen was reißen können. Plus natürlich. Salat, Salat, Salat. Oh, schade. Okay, gut, wir haben nicht genügend Mineralien. Dann müssen wir eben noch ein paar Mineralien holen. Wo zum. Ah, das sind zum Beispiel wieder welche. Besorgen Sie Warp-Tor, aktivieren Sie Energiezellen 3 bis 5. Eins fehlt noch. Das finde ich auch noch. Das finde ich aber sowas von auch noch. Ich würde mal gerade behaupten, ist da hinten im Eck? Ja, natürlich ist da hinten im Eck. Ausgezeichnet, Hierarch. Wir haben alle Warp-Tore unter unsere Kontrolle gebracht. Ich liebe es. Also das ist echt das Coolste an der ganzen Protoss-Armee. Warpen. Du hast einfach nur einen Pylon und das war's. Kannst alles niedermachen. Mit alles meine ich wirklich alles. Ach, Hallöchen. Man nimmt noch was. Ich rate zur Vorsicht, Hierarch. Ihr nähert euch dem Schwarmcluster der Zerg. Ihr solltet mit heftigem Widerstand rechnen. Das macht mir relativ wenig gerade aus. Wir haben genug, um es hier zu reißen. Aber wie ist einfach mal. Inständig. Okay, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Ein bisschen zurück, ein kleines bisschen zurück, ein kleines bisschen zurück. Müssen wahrscheinlich danach einfach nur durchhalten. oh Gott, oh Gott. Mehr von denen, mehr von denen, mehr von denen. Alle Mann herholen, alle Mann herholen. Also wir haben verdammt viel schon abgejagt. Oh Gott, was seid ihr denn? Wächter? Oh Gott, natürlich aber auch. Ihr seid böse. Ihr seid richtig böse sogar. Aber euch kann man kaputt machen. So, wie viele leben denn hier noch? Nicht mehr ganz so viele. Ach komm, scheiß drauf. Angreifen. Angreifen, alles angreifen. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit für alles. Wir haben nicht mehr viel Zeit für alles. Na, kommst du her, kommst du her. Dankeschön. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen Umwege machen. Na, komm noch mal ein. Dankeschön.
Das reicht schon mal aus. Das reicht aus, um nochmal einen Klon zu bekommen und vielleicht einen anderen auch noch gleich. Eventuell. So ein kleines bisschen zumindest. Mir fehlt einfach eine zweite Ressource, eine zweite Basis. So, jetzt angreifen. Wahrscheinlich genauso viel, sogar weniger los sein. Eine weitere Gruppe Zerklinge nähert sich unserem Nexus von Süden. Sollen sie nur. Ich habe hier genügend Schilde, Wachen und überhaupt sonst noch alles. Können wir hier irgendwas hinbauen? Scheiße, wird zu. Ah, wollen wir hier irgendwas hinbauen? Operation Scheiß drauf, wir machen sie fertig. Nicht mit uns. Dankeschön. Wir sind fast fertig, Hierarch. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden, dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Ich werde nie aufhören, mich zu wehren. Denn darauf baut mein ganzes Leben überhaupt auf, mich zu wehren. Na, kommst du ja. Dankeschön. Machen wir jetzt den guten Rest noch hier kaputt. Unter 15 Minuten, das schaffen wir. Das schaffen wir. Autsch. Okay, das hat weh, das hat weh. Alles wird eins sein. Alles Leid wird enden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Eis auf das Ding drauf. Eis auf das Ding drauf, Eis auf das Ding drauf. Also, wir haben auf das Teil drauf. Wunderbar. Das ist doch gar wunderbar. Haben wir es erreicht? Haben wir es geschafft? Oh Gott, ja, danke. Energieversorgung abgeschlossen. Die Sperr des Adun ist startbereit. Warp alle Erstgeborenen an Bord, Phasenschmied. Wir müssen von dieser Welt fliehen, wenn wir überleben wollen. Zu Befehl, Hierarch. Da wird mein Bass gerade aufgefressen. Sind die gerade von einem Planeten geworbt? Ich meine, müsste das den Planeten nicht irgendwie wehtun, zerreißen oder sonst irgendwas? Oh Gott, okay. Neue Einheit, Photonenkanone. Tolle Einheit, wunderbar. Kann man super mit ihr reden. Pion angefordert, 5 Stück, Einheit verloren. 49, oh, das ist viel. Aber wir haben alle drei Abzeichen. Läuft. Und schaut euch einfach mal das Raumschiffchen an. Ist das nicht episch? Adun, ein Wunder der Ingenieurskunst der Kalai und die letzte der drei großen Archen. Konstruiert, um in dunklen Zeiten das Überleben unserer Kultur zu sichern. In ihren Kammern ruhen Kontingente an Berserkern. Templer, die sich mutig opferten und sich in Stasis begaben, um als Streitmacht dieses Schiffs zu dienen. Obwohl es mich schmerzt, habe ich begonnen, ihre Nervenstränge abzutrennen. Die unteren Decks enthalten eine Raumschmiede, mit der sich Kriegsgerät konstruieren lässt. Es gibt viel zu lernen über dieses Schiff. Seine Technologie ist sehr alt und auch hochentwickelt. Wir befinden uns an Bord eines Relikts, einer Erinnerung an die Blütezeit unserer Kultur. Die Stellarmatrix wurde aktualisiert, Hierarch. Hier könnt ihr unser nächstes Reiseziel auswählen. Mit diesem Schiff werden wir Rache üben, Karax. Und wir werden die Templer befreien.
Okay, ich glaube, jetzt können wir wieder entscheiden. So wie bei jedem StarCraft-Spiel oder bei den beiden Vorgängern, wir dürfen entscheiden, welche Version wir zuerst machen und welche nicht. Und ganz ehrlich, geht das noch bewegen irgendwie? Ja, scheiße, wäre zu schön gewesen. Korhal oder Shakuras? Oh, was ist das hier? Ayur ist erneut gefallen. Meine große Vision seiner Rückeroberung ist gescheitert. Ich habe mein Volk enttäuscht. Das werde ich nicht hinnehmen. Die Nerazim von Shakuras trennen ihre Verbindung zur Kala im Rahmen eines feierlichen Rituals. Sie sind daher die letzten freien Protoss. Ich muss sie erreichen, bevor Amons Armeen sich ihnen zuwenden. Alles klar, also. Es hat ja geheißen, dass man wie nomadenmäßig die ganzen Protoss zusammensucht. Und ich habe mir am Anfang schon gedacht, hey, wie kann das sein, wenn wir Ayur zurückerobern, dass wir auf einmal Protoss brauchen? Aber jetzt ergibt es Sinn. Sie wurden einfach alle vom Feind übernommen. Schauen wir mal, Korhal. Die Terraner auf Korhal haben den Schlüssel Steindechsel-Lager in ihrem Besitz, von dem Zeratul sagte, er sei unsere Rettung. Auch wenn ich Commander Rayner in vielen Sonnenzügen nicht gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er uns den Schlüsselstein geben wird. Dafür bekommen wir Unsterbliche, aber ich glaube, ich bin eher dafür hier. Das ist wahrscheinlich eine Memis und sein, denn wir bekommen auch ein Monolith, extrem mächtiges Defense-Gebäude. Mit überlegender Reichweite hohen Schaden, ist aber sehr teuer und greift nur langsam an. Und der dunkle Tempel, ich glaube, machen wir das zuerst, Shakura. Achso, das wäre nochmal hier. Reisen. Ja, bitteschön. Warpe mich doch dorthin. Das wäre wunderbar. Nein. Hirach. Shakuras wurde überrannt. Die Verluste sind beträchtlich. Wartet. Ich empfange eine Übertragung. Gelobt seien die Götter. Artanis, ihr lebt. Matriarchin Vorazun, was ist hier geschehen? Shakuras ist gefallen. Das Warp-Tor, das diese Welt mit Ayur verbindet, wurde wieder geöffnet. Unzählige Hybriden und Zerg strömen heraus. Unsere Städte liegen in Trümmern. Die Schattenwache wurde dezimiert. Wir versuchen, die Bevölkerung zu retten. Doch ich weiß nicht, ob wir dem Ansturm lange genug standhalten, um alle in Sicherheit zu bringen. Wir werden euch genug Zeit verschaffen, Matriarchen. Ich schicke meine Templer. Hirach, bevor unsere Streitkräfte den Feind angreifen, solltet ihr im Kriegsrat zunächst einen Blick auf die militärischen Aufrüstmöglichkeiten werfen. Alles klar, dann können wir uns hier mal machen. Beziehungsweise zuerst kann ich mit dir ein bisschen sprechen. Karax, selbst ohne das Licht der Kala kann ich eure Trauer und euer Leid spüren. Bereitet euch die Speer des Adun keine Freude? Genau das ist es, Hirach. Ohne die Kala fühle ich mich blind. Ich erkenne weder eure Gefühle noch die wahre Tiefe eurer Gedanken. Ich kann nicht auf das Wissen anderer Phasenschmiede zurückgreifen. Ich bin allein. Ich spüre diese Isolation ebenfalls. Es ist, als wenn ich hilflos im Vakuum des Weltalls schweben würde. Aber ihr seid nicht allein, Bruder. Kaum zu glauben, dass die dunklen Templer diese Existenz seit so langer Zeit ertragen. Die kommenden Tage werden nicht einfach werden. Ihr habt recht, Karax. Wir können uns nicht mehr auf die Kala verlassen, aber dennoch sind wir eins. Wir werden standhalten. Es gibt keine andere Option. Jawohl, recht hat er recht. Kommunikator, neues Gespräch, neue Mission verfügbar. Jetzt gucken wir erstmal in den Kriegsrat runter. Bevor wir weiter diskutieren, kann ich mal sagen, diese Wachen schauen cool aus. Eine Bewahrerin aus der Stasis erwacht. Sie trägt noch ihre Nervenstränge. Sie ist mit der Kala verbunden. Haltet ein. Ich bin Rohana, oberste Bewahrerin der Vilari und eure Kriegsberaterin. Ihr müsst der befehlshabende Exekutor sein. Ihr steht nicht unter Amons Einfluss? Wie ist das möglich? Ich spüre, wie Dunkelheit meine Gedanken streift. Doch ich bin frei von ihrem Einfluss.
Bewahrer meines Ranges haben die absolute Beherrschung der Kana erreicht. Seid versichert, ich werde das Böse abwehren und euch mit meinem Wissen dienen. Wie alle Bewahrer hüte ich die Erinnerungen und Persönlichkeiten vergangener Protoss-Generationen. Dies ermöglicht mir, eure Entscheidungen mit denen früherer Exekutoren zu vergleichen. In diesem Raum könnt ihr die Zuteilung aller Streitkräfte überwachen. Ich bin Artanis, Hierarch der Dailam. Ich führe die letzten Überlebenden unserer Zivilisation an. Eure Erinnerungen könnten tatsächlich von Nutzen sein, Rohana. Doch wisset eins: Solltet ihr Amons Macht erliegen, werde ich euch vernichten. So sei es. Ich bin auf die dunkelste Stunde der Erstgeborenen vorbereitet. Kommt, ich werde euch alles zeigen.